Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freundinnen und Freunde. Mein Name ist Gary und herzlich willkommen zurück zu Dead Space 3 zusammen mit dem Gravi. Ja, endlich wieder. Bratzel, endlich mal wieder. Ist lang, lang war es her. Ja. Und wir sind immer noch in dieser Katakombe, wo Gravi seine Frau und sein Kitty. Mir geht's gut. Mir geht's wirklich gut. Ja, natürlich. Wo er überall Geschenke sieht und ich nicht. Möchtest du ein Spiel spielen? Nein. Es sei denn, ist es Mensch ärgerlich. Oh Gott, die Tasche, die hat sich gerade bewegt. Was? Die Tasche da? Die ist gerade ein Stückchen rausgeglitscht. Oh, die kann man ja auch bewegen. So. Ja. Kannst du wieder mit dem Telekinese da bewegen? Du wirst müde. Wollte ich grad, weißt du? Du wirst müde. Ja, ja. Der Kratsch, Stein, Arschloch. Ja. Was? Was? Auch willst du mich fahren? Auch das schon. Wir kriegen Besuch. Gravi, Raketenwerfer sind auf. Entfernung. Nicht bei nächster Nähe. Aber ich habe auf dich geschossen und schon kommen die raus. Das ist. Ja. Achso, ja, wir müssen wieder. Ach Gott. So. Doof, dass das Spiel nur in Checkpoints speichert. Ja. Ich habe jetzt hier kein Ding. Doch, bei mir sagt er, kannst los. Ja, da ist es doch. Ne, bei mir nicht. Doch, bei dir wird das angezeigt. Lauf noch mal ein Stückchen vor. Lauf. Egal. Okay. Naja, so wichtig sind die Ressourcen jetzt auch nicht mehr. Ich meine, wir sind ja ganz gut bewaffnet. Serverintegration, top. Und flieg, Alter. Ja. Runter. Alter. Das ist verladen alles. Ja. Geh weiter, John. Aber ich habe jetzt noch nicht angefangen. Nein, natürlich nicht. Reden Sie mit mir. Komm weg. Ja, nö, ich lass dich einfach in Ruhe. Was habe ich dir getan? Panda wartet am Aufzug. Okay. So. Wie gesagt, du bist nicht verrückt, ne? Nein. 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 Ja. Schönes Schaf. So. Ja. So. Kuckuck. Da kommt er. Komm raus. Hallo? Da. Hallo, oh, Feuer machen. Mit Geld sprengen die besser. So. So. Hier ist nochmal ein Audio-Log. Das lassen wir nebenher laufen. Ja. Wenn du das hier erhältst, werde ich. Alles wird besser für euch, wenn ich nicht mehr bin. Ich kann nicht der Ehemann sein, den du brauchst. Und wir beide wissen, ich hätte kein schlechterer Vater für Dylan sein können. Ich hoffe nur, dass ihr beide ohne mich das Leben führen könnt, das ihr verdient. Verstehst du das? Ich liebe dich, Tamara. John? Was ist denn? Scheiße, Tamara! Oh mein Gott! Du solltest doch heute mit Dylan unterwegs sein. Was machst du denn da? Ich denke nur nach. Mehr nicht. Tamara, es war nichts, okay? Es war nichts, alles ist gut. Alles ist gut, okay? Ups. Hey, komm her.
Alles ist gut. Komm her. Alles ist gut. Okay. Gehen Sie weg, Miss. Alles ist gut. Alles ist gut. Gehen Sie weg, Messer. Mach. Nein, ich will nicht wieder die Handpuppe sein. Nein, ja. Bitte. Okay, das ist ja voll schräg. Wie du merkst, ich bin ein guter Vater gewesen. Natürlich. Ich hatte auch irgendwie das Gefühl, jetzt, weiß nicht, das, was er da erzählt hat, ich glaube, der wollte sich selbst umbringen. Es klang so, ja. Weil sie kam herein und hat sofort... Ja. Ja, sie war sofort so erschrocken. Ja. Ach, da ist. Okay. Dann gucken wir erstmal hier. Oh, hier liegt was. Ich höre... Ripcore. Monster. Oh, das höre ich auch. Okay. Ist hier noch irgendwas? Nö, ne? Leuten bei der Robby? Nö. Alter. Hoppla. Ah, da müssen wir wieder hoch. Was? Ja, mit dem Robby. Verzeihung. Hä, wo ist der denn? Hier unten. Was ist das denn? Unten. Ich krieg dir mal einen Pfeil durch den Kopf. Ja, mach. Das hat schon mal geholfen. Hier muss hier noch einer. Ja. Ich sehe den gerade nicht. Ich trau mich mal runter. Alles klar, ich geh zurück. Ja, tschüss. Tschüss. Ja, komme ich jetzt nicht runter? Hallo? Entschuldigung, ich stand. So. Ich dachte. Bunker. Wow. Ruhig da oben. Von hinten, dieses Schwein, ey. Was ist denn hinter dir, bitte? Ja. Oh. Hey, wow. Alter. Ist das wie groß ist? Nimm mal schon. Von der Seitfleisch her. Oh, das muss ich mal ein bisschen heilen. Ja, das sollte ich auch mal. Was denn? Ich bin im luftleeren Raum? Ja, ich auch gerade. Ich weiß noch nicht. Hä? Ach, wie hier oben vielleicht, weil die Sonne nicht durchkommt. Ja, über uns. Das ist ja, aber... Offen. Ja, aber wir haben keinen Sauerstoff. Ist viel Gas unten? Fehlfunktion. Okay. Hä? Ja, nee, ist klar. Achso, wegen dem Gas unten. Das kann wohl sein. Ja, hier, hier ist wieder normaler Sauerstoff. Oh, ach. Ach, da ist jetzt Gas wegen dieser, wegen diesen komischen Viehern, die da. Ach, die. Das heißt, die hätten wir vielleicht gar nicht umbringen können. Müssen. Keine Ahnung. Ja, jetzt sind sie tot. Die so Asthma haben. Ja. Asthma Jonas? Was? Was? Asthma. Komm, wir nennen ihn Asthma-Klaus. Asthma-Klaus, okay. Asthma-Klaus ist gut. So. Wenn wir noch einen Namen mit K hinten dranhängen, dann können wir die AKK nennen. Was? Nur so als... Asthma-Klaus Krampmeier. Oder irgendwie so. Das hier? Hast du noch einen? Ach, okay. Secret Room, wahrscheinlich. Jetzt gibt's wieder Waffen, hoffe ich. Ripcore? Objekte. Ich mach mir auch mal einen. Torque-Stange aus Wolf. Okay, eine mach ich mir mal.
Ja, ich habe auch hier eine. Sehr schön. Wie komme ich jetzt wieder zurück? Wann das noch? Ich installiere mal eine. Alles klar. Juhu, geöffnet. Bitte neue Waffenteile. Ja, hoffentlich. Ersatzteilebox. Ja, gut. Flammenwerfer. Juhu. Ist nicht schlecht. Hab eine Ersatzteilebox. Altmetall. Oh, Wolfram. Das ist gut. Geh mir los. Nö, schade. Mehr ist hier nicht. Auch schade. Das fand ich im zweiten Teil besser. Da hat sich das mehr gelohnt. Ja, so ein bisschen, ne? So, warte mal. Ersatzteilbox. Dann können wir die gleich mal aufmachen. Ach ja, genau. Das macht ein bisschen Platz weg. Tivirn. Ja, ein bisschen Wolfram war drin. Das war gut. Sehr schön. Oh ja, gut. Kompakter Repetierer. Okay. Gut. Ich bin erstmal zufrieden mit meinen Ballermännern. Ich auch, ich auch. Was ist hinter dieser Tür? Die Wahrheit. Ja, sag du es mir. Mir wurde dann gesagt, die Wahrheit. Oh, ein Kuchen! Was? Wie cool ist denn das bitte? Oh, sieht der lecker aus. Wo? Ja, direkt vor mir. So ein richtig großer Kuchen. Das ist eine... Alter, lecker. Munitionskiste. Nein. Das ist so eine große Kiste, ist das. Boah, sieht der... Oh, der sieht wirklich gut aus. Und hier stehen drei Männer. Nein, hier stehen so eine Pseudo-Särge. Voll lecker. Gut, was sollen wir hier überhaupt machen? Also mein Leben ist viel bunter als deins. Ja, habe ich auch so. Ich habe nur leider keine Bilder. Ich glaube, wir müssen den Fahrstuhl rufen, oder? Ja. Oh ja, wieder zu zweit. Ah, okay. Riesige Duo eigentlich hier wieder. Tada! Partner wartet am Schalter. Ich gehe mal wieder nach oben. Ach, war ja klar. Wir kriegen wieder Besuch. Ja. Oh, diese kleinen nervigen Dinger, Alter. Oh Gott. Nicht verrecken. Was ist denn los? Mann. Und halt. Gesundheit auf ihn, ne? Gesundheit auf ihn. Oh nein, 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 nein. Partner ist gestorben. Oh, hm, was mein Gesicht? Wie ehrlich ist sie? Ja. Lecker. Geht. Okay. Na gut, dann ist es doch die andere Waffe. Viel kleiner ist die immer am besten. Mhm. Okay. Na gut, dann halt nochmal. So. Lastenaufzug wieder schön in die Ecke. Gut. Ach ja, wow. Warum hat er bei mir die Waffe gewechselt? Ach so. Doch, ich habe keine Talkstange mehr. Das heißt, wir waren noch nicht drin. Echt? Nee, ich habe 218 Wolfram, das hatte ich vorher auch schon. Aber hast du eine Talkstange? Wenn du keine hast, dann... Also ich habe keine gehabt. Ich hatte ja eine hergestellt. Ja, ich glaube, der hat davor gespeichert, bevor wir drin waren. Meinst du wohl? Ja. Ich komme hier gar nicht mehr rein. Moment. Wo bin ich jetzt doof? Ist eine hergestellt? Ja, eigentlich schon, aber... Sekunde. Hä? Oh, Superbot ist zurückgekehrt. Schön. Oh, ja. Das passt ja bestens. Okay, ich habe jetzt eine Wolframstange.
Torx-Stange aus Wolfram. Hab ich auch, ja. F. Oh, ich glaube, da ist schon eine drin. So können wir da nicht drehen. Hm. Ich glaube, wir haben schon. Ich glaube, wir haben schon geplündert. Na gut, okay. Ist ja doch komisch, weil ich keine mehr hatte. Deswegen habe ich mich halt gewundert. Ja. Na gut, vollkommen. Na gut. Dann jetzt nochmal. Ich stell mich mal. Wow, tschüss. Na, wo sind sie? Aufgeladen. Stase vergesse ich immer. Ey. Ja, das ist halt dazu gut, dass die Gegner langsamer werden. Oh. Oh, nett. Oh, geil. Loot. Abkostine. Plus 2 Schaden, sehr schön. Da muss ich ihm was werfen. Das ist gar kein. Ne, ich bin bei mir noch ganz gut. Entfernen. So. Upgrade-Platin. Ziel erfüllt. Sehr schön. Flammlasur. Wir haben das Ziel erfüllt. Yay. Yeah. Oh yeah. Endlich mal. Wir laden noch ein bisschen Zeugs rum. Auch noch ein bisschen was rum. Müssen wir jetzt? Ja, okay. Oh, geil. Oh, wir haben es endlich geschafft. Wurde die gespeichert? Ja, ne? Ich hoffe doch. Das hoffe ich auch ganz stark. Aber ich glaube, wenn wir rausgehen, dann speichert es wieder. Hoffentlich. Das hoffe ich auch. Stimmt, hier war. Doch. Das ist ein Artefakt. Echt? Sicherheit. Nachschießen. So, wir haben gehen. Einige Sachen. Ne, ihr wisst ja. Gucken, ob die auch wirklich tot sind. Sicher, sicher. Da haben wir viel gekriegt. Aber ich bin zufrieden. Oh, hier ist so ein Kasten. Upgrade-Kine, okay. Das ist, gut, das ist natürlich gut. So, dann schmeißt er nämlich alles hier. In die Bank rein. Hau doch mal. Nein! Mist, was mach ich denn? Auf. Du, da so. E und F, so. Gut, dann haben wir jetzt wieder nur eine Mission, ne? Ja, jetzt ist wieder die Haupt. Wir sind da. Okay. Für die Zuschauer nicht wundern, wenn ich manchmal ein bisschen huste. Ich bin ein bisschen erkältet. Beziehungsweise es fängt so langsam an. Ja, das ist nicht gut. Immer zum Ende des Jahres. Weg. Alter, hast du da einen Flammenwerfer dran? Das ist mein. Oh, das ist das Blitzding. So, das Blitzdings.
ist genau, die Blitztingeln, Leute. Schade, das kann man öffnen. Wir können sie öffnen. Nö, sonst. Money. Ja, ich glaube, in dem alten Spiel konnte man diese Kästen da öffnen. Okay, so, jetzt raus. Sehen wir weiter aus. Und da du. Juhu! Ja, aber ja klar. Komm mal runter. Jetzt. Oh, da ist noch einer! Ist noch einer? Ja. Okay. Gut hier noch. Haben wir jetzt alle? Also habe ich alle. So, ist jemand ein Ticket? Ja, schön. Hä? Oben können wir Robby wieder aussetzen. Oh. Ich weiß zwar nicht, warum wir das überhaupt noch machen, aber egal. Oh, und bei dem Tisch da, da liegt auch noch ein Tisch? Nee, hier unten. Oh, Upgrade-Platine. Plus 2 Feuerrate. Die habe ich anscheinend schon. Oh, komm, Platinen kann man nie genug haben. Ja, das stimmt. Das stimmt. So, gehen wir hier nochmal besuchen? Nach oben müssen wir, okay. Spiel, wo führst du uns hin? Ja, ich weiß es, also es ist echt merkwürdig gerade. Serververbindung unterbrochen. Nein! Nein! Verarsch mich nicht! Nein. Alles normal. Wehe. Du, wir haben jetzt 0:17, also die Folge schaffen wir sicher. Wer denn sonst? Wollen wir den ganzen Tag rumsitzen? Oh, wir sind seit 5 Minuten in diesem Aufzug. Sehen wir uns jetzt mal hier um oder nicht? Was? Wir sind nach 5? Was? Was hast du denn für ein Zeitgefühl? Klar. Einige Dinge gräbt man lieber nicht aus. Was, Körper? Was ist denn? Ich glaube. Ah, okay, ich glaube, das hast du nur sozusagen alles geträumt. Okay, wieso hast du denn da? Das war. Okay, jetzt können wir hier hin. Nee, Moment, wir müssen. Achso. Das. Achso, okay. Man kann da ja weiter, achso, deswegen. Ja, genau. Das war ja eigenartig. Dann macht das auch Sinn. Ich dachte, in 10 Sekunden im Fahrstuhl, wir sind 5 Minuten in diesem Fahrstuhl. Hä? Ja, genau. Okay. Strange. Sie ist. Okay. Echt merkwürdig. Da hat sie halt einfach eine Halluzination und wir waren. Also ich war mit dabei. Das ist nett. Du bist nicht verrückt, ne? Nein, nein, nein. Was war das denn jetzt bitte? Was? War das nicht gerade zu laut bei dir? Nein. Als ob ein Monster geschrieben hätte oder sich bewegt hätte oder irgendwie sowas. So. Ich habe das jetzt nicht mitgehört. Erschreck mich nicht. Kommt da gerade so ein Paket auf mich zugerast. Bist du bescheuert? Der Eilbote 2.0. Ja, genau. Schleich. Oh, jetzt haben wir die aber, ne? Ja, jetzt haben wir die. Kann man denn nochmal schleichen? Entschuldigung. Klaus? Asthma Klaus, bist du's? Oh, der ist hier in den. Da hat jemand wieder mit Ketchup da was. Okay, hier geht auch ein Fahrstuhl lang.
Text. Und wir müssen aber da lang. Okay. Was war denn nochmal? Stase 10, ne? Ja, sehr gut. Ja, da lang oder? Oh, der Fahrstuhl ist eh verriegelt. Toll. Es geht also nur in eine Richtung. Och, Spiel. So ein Schmarrn. Leider auf alle. Ach, schön. Mhm. Mit unseren schönen Pelzmänteln. Um den Kragen. Ah ja, wir sind schon echt gut gekleidet. Ja. Zwei andere Jungs. Oh, oh. Ach, und der steht auf hier, oder? Hier bin ich mal sicher. Okay. Der ist, glaube ich, tot. Ich glaube, der ist garantiert tot. Okay, jetzt das Leitsystem sagt da lang. Wir gehen aber mal in die andere Richtung. Wir cool sind. Natürlich, weil wir auf die Wegfindung scheißen. Ja, Rebellen sind wir. Alter, was? Ich. Okay, Marco, ich sehe noch dein Zeichen da. Oh! Hier ist ein Robby. Hier kannst du einen Robby aussetzen. Ich versuche dich gerade zu finden. Hoppsala. Ich glaube, wenn du. Da! Ah ja, genau. Wenn du B drückst, dann siehst du. So, ja, da hinten war nichts mehr. Ich habe jetzt hier noch nicht geguckt. Okay. Nee, hier ist nichts. Hier kannst du nur Robby aussitzen. Schade. Ist ein bisschen mau. Ja. Na gut. Aber manchmal hört man dieses. Entweder ist das der Anzug oder irgendwas anderes, dieses Wop, Wop, Wop. Ja. Wop, Wop, Wop. Das denke ich mir dann immer. Sind wir dann in der Nähe des Hobby? Oh. Dingens? Nee. F. Schau. Oh, hier ist ein Spur hier. Bohrer. Cool. Danger. Das war ein Bergbau-Spiel hier. Da steht Danger drauf. Oh. Oder französisch Danger. Alter! Wow! Das war jetzt mal cool. Ja, der prallt einmal vom Boden ab. Ich hatte die Dinger. Alter, der hat ja keine Arme. Die schreien sowas von ekelhaft, ey, das ist. Oh, hier sind Kisten. Als ich das erste Mal gespielt habe, ich habe mich. Boah, der ist so Gänsehaut bekommen. Ist nichts. Ist hier noch irgendwas? Oh, ist ja noch gemacht. Das war gut reagiert, du. Ja, einmal geschossen, aber ne? Immer schön nach. Müssen wir da hoch? Nee, ne? Nee, wir müssen. Also merken immer, wenn du B drückst, dann siehst du meinen Charakter auch. Oh ja, stimmt. Und dann leuchtet der Name auch. Oh Gott. Ei, ei, ei. Okay. Ich komme ja auf dich zugerannt und schreien dann richtig. Ja.